Hallo alle zusammen, ein Spielecontroller für Android. Ist dies möglich und funktioniert das? Nun, heute sehe ich mir den GameSir G4S kabellosen / verkabelten Bluetooth-Controller an, kompatibel mit nicht nur Android, sondern auch mit Windows und der PS3. Also in der Tat ein doch recht interessantes und etwas unübliches Produkt, das ich mir hier heute ansehe. Zurzeit kostet der G4S rund 50 Euro, was ein ziemlich attraktiver Preis zu sein scheint, wenn ihr mich fragt. Danke sehr an GameSir fürs Zuschicken dieses Produkts für den Testbericht. Die Verpackung ist majestätisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Art, wie der Controller uns präsentiert wird, schreit förmlich Premium. Zumindest ist dies mein Eindruck. Durchaus sehr elegant. In der Verpackung der G4S Controller eine zusätzliche Halterung für die Smartphone-Halterung, ein Micro-USB-Kabel sowie die Anleitung samt QR-Code für ein Gratisspiel zum Downloaden. Der GameSir G4S funktioniert nun zuallererst auf Android, Windows sowohl als auch PS3-Plattformen. Arbeitsmodi Android Standard, GCM, X-Input, D-Input, Bluetooth 4.0/verkabelt USB-Anschlussart, 800 mAh Lithium-Polymer-Akku, 3,7 bis 5,2 Volt Ladespannung und ungefähr 1 bis 2 Ampere Ladestrom und zu guter Letzt 248 Gramm Nettogewicht. Also der allererste Eindruck, wenn ich den Controller in den Händen halte, ist eigentlich sehr gut. Er fühlt sich extrem gut verarbeitet an, was ich ganz ehrlich überhaupt nicht erwartet habe. Der Grip ist toll und selbst nach 1 bis 2 Stunden Spielen sind bei mir keine Unbequemlichkeiten aufgetreten, dank dem ergonomischen Design mit guter, weicher Textur auf der Oberfläche. Hinsichtlich der Optik mag ich das Farbschema, für das sich GameSir entschieden hat, und ist der Controller eingeschaltet, sieht der quasi aus wie jeder andere. Eingebaut ist ein 32-Bit MCU-Chip, das hilft also sehr bei Präzision und Reaktion. Das D-Pad ist druckempfindlich, sehr sensible 360-Grad-Joysticks ohne Todzonen. Das Trigger-Design für meinen Geschmack ist perfekt. Die Knöpfe, Tasten fühlen sich für mich natürlich an, lege ich meine Daumen auf. Was mir beim G4S besonders gefällt, ist die Tatsache, dass uns im Grunde genommen ermöglicht wird, ruckzuck zwischen verschiedenen Modi umzuschalten. Eingestellt können werden Android-Modus, Maus-Simulationsmodus, Bluetooth sowohl als auch die 2,4 GHz-Verbindung, hauptsächlich für Smart-TVs gedacht. Eingeschaltet leuchtet der Controller wunderschön auf, besonders die XYAB-Knöpfe. Oben links die vier Ladestandsanzeige-LEDs. Eine schöne Funktion ist der Smartphone-Halter. Der Winkel lässt sich, wie ihr sehen könnt, verstellen und 3,5 bis 6 Zoll Handys werden unterstützt. Und dort unten ordentlich verstaut der 2,4 GHz USB-Dongle. Unter der Handyhalterung verstecken sich auch zwei Knöpfe, namentlich Turbo und Clear. Mit diesen kann automatisiertes Schießen für Shooter eingerichtet und die Intensität der Vibrationen verändert werden. Spiele mit dem Controller zu spielen funktioniert absolut reibungslos, obwohl nicht alle Spiele nicht Touch-Eingaben unterstützen. In meinem Fall teste ich mit Chicken Invaders 2, ich war schon immer ein Fan dieses Spiels, aber es ist fast unspielbar mit dem Touchscreen. Mit dem Controller hingegen ist das eine ganz andere Sache. Die Reaktion ist so gut, wie es bei Bluetooth eben geht. Keine Treiberinstallationen sind übrigens erforderlich. Im Grunde genommen ist alles Plug and Play. Windows erkennt den G4S als einen Xbox 360 Controller und die Kompatibilität ist bemerkenswert. Die Reaktionsfähigkeit im Spiel ist sehr gut, da ich aber kein Konsolenspieler bin, bin ich daher auch keine Controller gewohnt. Es ist eine große Umgewöhnung, wenn man vorher von einem Tastatur- und Maus-Setup kommt. Aber Rennspiele mit dem Controller zu spielen, habe ich durchaus genossen. Dieses Spielerlebnis hat mir doch zugesagt und ich war nicht ganz so schlecht wie beispielsweise in Far Cry 4, wie ihr gesehen habt. Aber ja, das bin ich, der vorher quasi nur Tastatur und Maus gewohnt war. Man muss sich erst daran gewöhnen. Laut GameSir, voll aufgeladen soll der Akku maximal 30 Stunden durchhalten, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Das ist eine relativ lange Akkulaufzeit, aber ist einem das Kabellose egal, dann könnte man genauso gut den Controller einfach mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel an den PC anschließen, zumindest wenn man am PC spielt. Um Akku zu sparen, schaltet sich der G4S von selbst aus, kommt nach einer Minute keine Verbindung zustande, nachdem er eingeschaltet wurde. Zudem schaltet er sich nach 5 Minuten ebenfalls aus, wenn er nicht angerührt wird. Der GameSir G4S ist ein sehr guter Controller mit einer Menge an Funktionen und all das zu nur 50 Euro. Ich finde das schon echt beeindruckend. All die Knöpfe, Tasten, das D-Pad, Trigger und Joysticks weisen eine hervorragende Qualität auf und einige erwarten sich wohl so eine Art Kunststofffeeling, Plastikbomber, was aber definitiv hier nicht der Fall ist mit dem G4S. Es ist alles schön texturiert und komfortabel. Der G4S unterstützt eine Vielfalt an Plattformen und Modi. Nicht nur das, er funktioniert reibungslos unter Windows ohne jegliche Treiber, verkabelt und kabellos. Klar, ich mag zwar kein Experte sein, was Controller angeht, Qualität kann ich aber sicher feststellen.
Zu einem Preis von 50 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis jedenfalls top. Obwohl ich zwar nicht so ein großer Fan von Controllern bin, kann ich den GameSir G4S definitiv empfehlen. Goldauszeichnung kein Zweifel, Negatives habe ich nichts gefunden. Was sind eure Meinungen zum G4S? Lasst mich unten in den Kommentaren wissen. Danke sehr fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.